Schokoladentart mit einem Beeren-Sorbet. Bei mir heute Erdbeeren, da ich keine andere hatte. Mit Johannisbeeren oder Himbeeren schmeckt es noch besser. Für die Schokoladentart benötige ich Schokolade, Zartbitterschokolade. Ich nehme Kuvertüre, die Zartbitterkuvertüre. Dann brauche ich Butter, eine Prise Salz. Das ist optional, ob man einen Teelöffel Rum mit dazu gibt zur Schokolade oder es weglässt. Ich werde ein bisschen hinzufügen. Dann brauche ich noch Zucker und Eier. Ich schreibe unterhalb vom Video das Rezept für eine 24 cm Tartform oder Springform oder Auflaufform. Ich nehme jetzt heute die Auflaufform, man kann es aber auch in einer Springform machen, wenn man sie mit einem Backpapier auskleidet, damit nichts rausfließen kann. Ich habe jetzt auch diese Form mit Butter eingebuttert und innen und außen, damit das Backpapier so haften bleibt. Und da ich jetzt einen Halbrezept habe, ich diese kleine Silikonform, diese Herzform, die habe ich jetzt auch leicht eingebuttert, einfach nur zur Sicherheit, dass ich es auch schön rausbekomme. Hier kann man ja dann auch das schön rausheben, die Tarte, oder dann auch so schneiden und die Stückchen dann auch so rausbekommen. Normal muss die Tartform nicht so hoch sein, es reicht so, wenn sie halb hoch ist. Ich habe jetzt nur diese hier zur Hand. So, und wie gesagt, man bräuchte nur 4 Eier. Ich nehme jetzt 6, weil ich ja in 2 Formen es machen will und deswegen dieser Schritt. Ich werde die Schokolade jetzt klein hacken und zusammen mit der Butter und der Prise Salz über dem Wasserbad schmelzen. Die Schokolade darf auch, diese Masse darf noch lauwarm sein, wenn man sie dann zu der Eierzuckermasse hinzufügt. Das Wasser ist aufgekocht, jetzt lasse ich diesen Topf mit der Schokolade hier schmelzen. Man könnte es auch im Thermomix oder in der Kenwood, in einer Küchenmaschine, die Hitzefunktion hat, könnte man es bei 40 Grad auch schmelzen lassen, ein paar Minuten. Aber ich mache es jetzt heute hier über diesem Wasserbad, weil es hat nicht jeder so eine Maschine mit Hitzefunktion und dann kann es auch so machen. Und dazu kann man auch ein Eis essen, wenn man keinen Thermomix hat, wo man das Beerenmus macht. Da kann man ruhig ein Fruchteis essen oder einfach Früchte pürieren. Jetzt lasse ich es hier stehen, dass es gut schmilzt. Ich habe jetzt den Herd auch ausgeschaltet, weil das Wasser, das hat gut gekocht. Und das soll ja nicht zu heiß werden, es soll einfach nur schmelzen zu einer homogenen Masse. Und sobald dies jetzt ein bisschen geschmolzen ist, gebe ich auch einen Teelöffel Rum mit hinein. Das ist, wenn man es will, kann man es machen, wenn nicht, kann man es auch wegbleiben lassen. Auch weglassen. Die Schokolade ist jetzt geschmolzen, die lasse ich jetzt einfach so stehen, dass sie ein bisschen abkühlt. Die ist zwar nicht richtig heiß, aber schon gut geschmolzen jetzt. Und nun gebe ich die Eier in die Rührschüssel. Man kann das auch mit dem Handrührgerät oder mit einer anderen Küchenmaschine machen. Jeder das, was er daheim hat. Und jetzt werde ich Ei und Zucker zu einer hellcremigen, hellen, schaumigen Masse schlagen.
Und wenn das geschehen ist, dann kommt dann noch die lauwarme Schokolade mit hinzu, was ich Butter und Schokolade geschmolzen habe. Ich lasse die Maschine erstmal kurz anlaufen auf niedrigerer Stufe und dann, sobald der Zucker drinnen ist, dann gehe ich aber auch auf höhere Stufe und schlage es ein paar Minuten hellcremig. Den Backofen, den heize ich jetzt schon vor auf 160 Grad Ober-Unterhitze. Wenn die Masse so gut aufgeschlagen ist, bei mir waren es jetzt gute 8 Minuten, über 8 Minuten, dann kann ich auf niedriger Stufe, bei mir jetzt auf Stufe Min oder 1, das sehe ich dann beim Reingießen, kann ich das Schokoladen-Butter-Gemisch hinzufügen. Also nur auf niedriger Stufe, das rühre ich ja nur zu dieser Eiermasse hinzu und dann verteile ich es jetzt bei mir in diese zwei Formen. Wenn man jetzt das Rezept macht, wo unterhalb vom Video steht, das steht wirklich nur für eine Form mit 24 cm Durchmesser. Wenn ihr andere Formen habt von den Größen her, dann müsst ihr euch das ein bisschen umrechnen. Nun ist die Masse eingefüllt und jetzt geht es in den Backofen auf zweitunterster Schiene bei mir, bei 160 Grad Ober-Unterhitze, etwa 35 bis 40 Minuten. Vielleicht braucht es bei mir wirklich, bei mir braucht es immer etwas länger. Ich rechne mit 40 Minuten, ich stelle mal 40 Minuten ein. Genau 40 Minuten war die Schokoladentarte drinnen, also beide quasi. Jetzt lasse ich sie hier abkühlen, die darf ruhig noch lauwarm sein, aber die muss jetzt so in der Form abkühlen und dann probiere ich sie rauszuheben, wenn es mir gelingt. Und wenn es mir nicht gelingt, dann werde ich sie hier drinnen schneiden.
Schmecken wird sie auf jeden Fall. Und in der Zwischenzeit, bis sie abkühlt, kann ich aufräumen und was anderes machen. Die Tarte ist jetzt gut halber abgekühlt. Ich kann auch schon die Auflaufform gut anfassen ohne Topflappen. Jetzt werde ich es auf jeden Fall mit dem Papier rausheben. Ich hoffe, dass ich es auch alleine schaffe, ohne Hilfe. Und mir auf einen Teller geben, so, weil meine Auflaufform einfach zu hoch ist und ich kann dann schlecht schneiden und rausnehmen. So sieht diese jetzt aus. Für dieses kleine Herz habe ich mir jetzt einfach so ein Backpapier vorgeschnitten, weil ich es einfach aufs Backpapier geben möchte, wenn es mir gelingt natürlich. Ich weiß es nicht, denn das ist ja doch innen drin flüssig und oben die Oberfläche, die darf so reißen. Jetzt hoffe ich, dass ich es so rausbekomme. Und wenn es misslingt, naja, dann ist es auch nicht schlimm, dann ist es auf diesem Tortenretter. So. Jetzt hebe ich es raus. So sieht die dann innen drin aus. Ich finde sie jetzt auch so schön. Jetzt gebe ich das Backpapier unten drunter und das Brettchen und wende es ganz vorsichtig. Geschafft. Ist halt immer schwierig und wenn man, ja, aus der Silikonform muss man es rausnehmen, da man dort ja nicht schneiden darf. Deswegen ist die Auflaufform am geschicktesten. Ich habe nur Erdbeeren tiefgefroren in der Gefriertruhe mit Himbeeren und am allerbesten schmeckt es mir mit Johannisbeeren. Wenn man Johannisbeeren hat und die einfriert und danach dann so ein Johannisbeersorbet macht oder mit Himbeeren-Johannisbeeren gemischt, das schmeckt mir persönlich am allerbesten, habe ich aber jetzt nicht da und nehme tiefgefrorene Erdbeeren. Von hier wiege ich mir 450 Gramm ab, denn die ganze Packung wäre zu viel, 750. Deswegen, ich brauche nur 450 Gramm. Und dann nehme ich noch etwa 100 Gramm Puderzucker und Saft von einer Limette. Das ist kein Muss, aber es gibt doch einen sehr guten Geschmack, werde ich reindrücken. Dann nehme ich heute eine Sahne. Im Rezept steht Kokosmilch. Ich habe es auch schon mit Kokosmilch gemacht, schmeckt auch super lecker. Habe ich aber jetzt nicht im Haus und nehme deswegen Sahne. Und wenn man mit Kokosmilch das macht, dann kann man auch Kokoslikör mit hinzufügen, 50 Milliliter für den Geschmack. Und ich werde jetzt, weil halt auch Enkelkinder da sind, werde ich auf jeden Fall keinen Kokoslikör nehmen oder irgendeinen Likör, sondern ich nehme heute 50 Milliliter Himbeersirup. Den gibt es schon fertig zu kaufen. Ich habe aber noch selber, ich hatte Himbeeren aufgekocht und hatte zu viel. Und deswegen ist es jetzt selbst gemacht. Durch ein Haarsieb gegeben, die Himbeeren, und habe somit noch diesen Rest übrig im Kühlschrank. So, ich habe euch nur gezeigt, dass man hier wirklich variieren kann, wie man möchte. Und jetzt fange ich an, ich mache es mit dem Thermomix und diesen, ja, dieses Beereneis, dieses Beeren-Sorbet, wie man es nennen mag, mache ich jetzt heute zum Schluss. Meine Tarts sind ja schon fertig, aber man könnte auch sehr gut mit diesem Beeren-Sorbet anfangen und könnte das in einem Kunststoffbehälter einfach in die Gefriertruhe geben, dann hätte man das schon im Vorfeld weg. Und könnt ihr danach die Tarte machen. Das ist jedem überlassen. Jetzt, wenn man einen Thermomix besitzt, dann kann man es gleich vor Ort, bevor man es isst, machen. Nun fange ich mit dem Sorbet an. Ich gebe jetzt die Sahne zuerst unten rein.
Und dann den Zucker. Da wiege ich mir den Zucker jetzt ab. Ich will etwa 100 Gramm dazugeben. Ah, ich gebe keine 100 Gramm, das ist mir dann zu süß. Die Erdbeeren, die sind ja nicht so sauer wie Himbeeren. Bei Himbeeren und Johannisbeeren würde ich 100 Gramm. Hier mache ich mal 70 Gramm. Das wird reichen. Ich mag es nicht, wenn es so süß ist. Wer es süß mag, der kann da dann ruhig etwas mehr geben. Aber 70 Gramm müsste reichen. Genau 70 habe ich eingewogen. Das ist ja mal was. Nun presse ich noch schnell die Limette aus. Das mache ich jetzt einfach so von Hand, denn wegen einer Frucht. So. Das geht ja auch schnell. Ergibt, ja, bei mir sind es jetzt 45 Milliliter etwa. Und jetzt kann ich mir schon her nochmal 50 von dem Himbeersaft geben oder Likör, was man möchte, 50 Milliliter. So, der Rest ist wieder übrig. Kann man auch so trinken mit Wasser. Das gebe ich jetzt auch mit hinein. Und jetzt kommen noch nur die Erdbeeren. Dann wird alles sehr gut auf Höchststufe durchgemixt. Und schon ist das Sorbet fertig, das Erdbeersorbet. Gramm Beeren wiege ich jetzt ab. Jetzt habe ich, kann ja noch rausnehmen, dass ich zu viele rein habe. Das ist immer die Gefahr beim Thermomix. Jetzt habe ich 448, geben wir noch eine dazu. Okay, das passt, 462. Deckel drauf, den Spritzdeckel. Und jetzt gehe ich dann wirklich auf hohe Stufe. Und ich schaue dann einmal nach, wie es ist. Und das wird jetzt so laut, dass ich das Video auf Stumm stelle. Nun werde ich die Tarte anschneiden und zeige euch, wie ich es jetzt anrichte. Da mache ich jetzt nicht viel rum. Ich schneide einfach kleine Stückchen, denn es ist ja ein Nachtisch, mit einem scharfen, glatten Messer. Und gebe es einfach auf ein Tellerchen. Und dazu gibt es dann so ein selbstgemachtes Sorbet oder ein Eis. Jeder das, was er gerne isst. Und jetzt gebe ich es auf jeden Fall ins Tellerle. So. Ich muss jetzt Hand anlegen hinten. So sieht sie aus. Richtig schokoladig. Und hier nehme ich jetzt nur einfach einen Löffel und gebe so ein Sorbet in ein Glas oder in ein Schälchen. Und vor allem mit Johannisbeeren wäre es
noch leckerer. Dann mache ich jetzt auch in dieses Glas. Und die anderen kommen dann auch gleich dann dran. So. So ein Sorbet reicht für etwa 6 Desserts. Das Rezept ergibt etwa 6 Desserts. Wenn man sie klein macht, ergibt es sogar mehr. Und jetzt habe ich hier auch noch Erdbeerchen. Da kann man dann eine Erdbeere schön halbieren und sie als Dekoration noch oben drauf geben. Und in jedes ein Löffelchen. Und schon ist für jeden ein leckeres Dessert fertig. Wenn man mag oder hat, dann kann man sogar mit einem Löffelchen noch ein paar Spritzer von diesem Himbeersirup draufgeben. So, das Dessert wäre jetzt fertig. Ich hoffe, dass dieses Video euch auch gut gefallen hat, dass ihr dieses Dessert auch mal nachmacht. Es ist nicht so viel Arbeit und es ist auch kein Mehl drinnen. Für Leute, die halt Glutenunverträglichkeit haben, eignet es sich. Und mit dem Zucker kann jeder spielen, ob er es mit mehr Zucker haben möchte oder ob ihm diese Menge, die ich jetzt ins Rezept schreibe und die ich reingegeben habe, ausreicht. Mir reicht es aus und ich danke euch auch diesmal fürs Zuschauen und wünsche euch gutes Gelingen beim Nachbacken, beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!